Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf dem Kanal Gamer Gemist, mal wieder mit einem komplett erklärt zu The Texas Chainsaw Massacre Game. Es ist hier auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit Dead by Daylight. Also jeder, der irgendwie auch nur ansatzweise Dead by Daylight kennt und dann dieses Spiel hier spielt, der wird merken, es ist was komplett anderes. Also wirklich komplett anderes. Es gibt keine Generatoren, es gibt mehrere Auswege, es gibt mehr Killer. Und es gibt aber auch Perks. Es gibt ein geiles Level-System, das zeige ich euch gleich, bevor wir dann in die Runden reingehen und ich euch das alles erkläre. Es ist halt einfach anders. Und das ist auch gut so, denn hier wird Schleichen deutlich mehr belohnt. Klar, in Dead by Daylight auch. Aber in Dead by Daylight macht natürlich auch das Wegrennen und das Loopen sehr viel mehr Spaß. Hier ist es ein bisschen anders. So, wir gehen erstmal auf die Anpassung. Denn hier sehen wir schon, welche Charaktere wir alle haben. Wir haben fünf Opfer, also jetzt nicht als Beleidigung gesehen, ne, sondern fünf potenzielle Opfer für die Killer. Und diese sind nicht einfach nur Skins, so wie in DBD quasi, sondern sie haben alle eine Besonderheit. Welche Besonderheit das bei ihr ist, das weiß ich gerade gar nicht. Das müssen wir gleich mal gucken. Conny zum Beispiel kann schneller Dietriche benutzen. Dietriche sind wichtig, um Türen zu öffnen oder halt auch Schlösser an sich zu knacken, um dann nochmal eine Tür zu öffnen. Das werde ich euch aber auch noch alles zeigen. Sie kann halt quasi instant eine Tür öffnen mit ihrem Skill und das ist schon mal ziemlich cool. Ich glaube, er heißt Lelon, ich weiß aber nicht, oder ich sage jetzt einfach Lelon, kann den Killer Buddy. Also der kann so Body checken, sage ich jetzt einfach mal. Der kann ihn tackeln, so. Und zu Boden bringen, außer Bubba, das geht nicht. Den kann man nicht tackeln. Und ja, das ist seine spezielle Fähigkeit. Mehr kann er eigentlich nicht. Ne? Aina kann, so, also ihre Besonderheit. Hier sieht man das ja auch nochmal. Also solange das aktiv ist, ne, steht er da mit Angriffe und Stürze, ist der Schaden deutlich verringert. Und sie hat auch eine Immunität gegen die Wirkung von Gift. Denn ein Killer kann auch Gift versprühen und das ist Sissy. So, dann gehen wir zu Sonny. Hier sieht man es auch nochmal. Geschärfte Sinne. Erfasse die Geräusche von Personen in der Nähe, lokalisiere ihre Positionen und verfolge ihre Bewegungen. Das geht bei normalen Charakteren, also bei Opfern und halt auch bei der Familie, bei den Killern. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Fähigkeit. Ich habe den leider noch nicht gespielt, aber ich habe es schon gesehen. Weil warum ich ihn noch nicht gespielt habe, dazu komme ich gleich. Ich bin dazu leider nicht gekommen. Ich habe es vergessen zu erzählen. In der Lobby, wo man seine Charaktere nicht auswählen kann, weil sie festgesetzt sind, muss man die dann erst tauschen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Sonny spielen würde, aber einer spielt schon Sonny, müsste ich mit dem quasi tauschen irgendwie. Und wenn er das nicht annimmt, kann ich nicht spielen. Deswegen habe ich nicht alle Charaktere bisher spielen können. Julie habe ich auch noch nicht gespielt. Deswegen weiß ich auch nicht, was Julie ehrlich gesagt kann. Ach so, sie war das mit der Ausdauer, genau. Also, solange dieser Perk aktiv ist, wird die Immunität gegen die Verfolgung durch den Koch oder Johnny gewährt, also zwei Killer. Und der Ausdauerverbrauch beim Laufen wird erheblich verringert. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Jetzt ist es so, dass jeder auch ein anderes, unterschiedliches Level hat, wie man sieht. Also mit Conny bin ich zum Beispiel schon Level 6, aber ihr kriegt die Level nicht bei den Charakteren, indem ihr die Charaktere levelt oder spielt, meine ich, sondern indem ihr den Fertigkeitsbaum füttert. Und das sehen wir uns gleich mal an. Jetzt gucken wir uns erstmal hier die Familie an, was die so können. Bubba kann eigentlich mit seiner Kettensäge, lesen wir uns einfach nochmal durch, um schlimme Verletzungen zu verursachen und durch Türen und Hindernisse zu sägen. Genau, er kann aber auch kleine Luken, wo Opfer durch können, kann er auch kaputt machen, damit man dann nie wieder durch kann. Auf jeden Fall ziemlich krass. Also Bubba braucht man auch in einer Runde, by the way, immer. Es muss immer ein Leatherface pro Runde geben. Ansonsten kann das Spiel nicht gestartet werden. Also einer muss immer Bubba spielen. Der Koch, den spiele ich momentan sehr, sehr oft. Den finde ich sehr, sehr nice. Der kann halt ja, der kann halt so ein Hörgerät, würde ich schon sagen. Also er kann halt lauschen so und kann dann halt für kurze Zeit die Opfer so ein bisschen hervorheben. Das sieht man an so einem Nahbild quasi. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Falls ich Killer spielen sollte, dann zeige ich euch das mal so. Und der Anhalter kann Fallen legen. That's it. Er kann halt Knochen fallen legen. Wo halt, ne, an jeder Position. Johnny kann halt Fußspuren lesen von Verfolgern. Von Opfern, da sieht man's. Und Sissy kann halt das mit dem Gift machen. Dass sie halt Giftwolken pustet. Und das ist nämlich das Geile: Wir können den Weg versperren und man wird auch langsamer, ähnlich wie beim Clown bei Dead by Daylight. Und nützliche Gegenstände werden auch kontaminiert. Das heißt, man kann sie dann eventuell gar nicht mehr benutzen. Und das ist schon ziemlich stark. Also Sissy ist mit einer der besten Charaktere eigentlich. Also Killer. Neben Leatherface und auch den Koch, ich finde den auch sehr, sehr gut. Aber jeder hat halt so seine Daseinsberechtigung. Und alle spielen sich halt, was das angeht, gleich. Bis auf Bubba.
Der muss nämlich seine Kettensäge immer wieder starten, bevor er angreifen kann. Und das ist bei den anderen hier nicht so, die können halt alle ganz normal angreifen. Die Stats, ihr seht es ja schon da unten, da steht ja Brutalität, Blutabnahme und Ausdauer. Brutalität bestimmt die Stärke von dem Charakter. Die ist bei Boba bei mir auf 50. Blutabnahme bedeutet, dass man halt den Killer, den Opfer Blut abnimmt, wenn man halt schlägt oder den halt hinrichtet. Oder wenn man halt Blut irgendwo findet in so Eimern, kann man das auch aufnehmen. Und das bestimmt halt die Menge, wie viel Blut man halt immer aufnimmt. Was halt wichtig ist für den Opa, aber dazu kommen wir ja noch. Und die Ausdauer ist halt, ne? Bei den Killer pro Schlag verliert man Ausdauer und beim Rennen halt auch. Und hier ist es ein bisschen anders bei Conny zum Beispiel, also bei den Opfern hier, bei Conny zum Beispiel, die habe ich ein bisschen gelevelt. Die Zähigkeit bestimmt, wie viel Schaden man bekommt durch Treffer von den Killern. Ausdauer, ne, dasselbe mit Rennen und man kann sich auch noch ein bisschen boosten mit X. Stärke, ja, wie stark der Charakter ist. Sie ist halt, glaube ich, die schwächste von allen. Ah, ne, guck mal. Julie und Conny nehmen sich nicht viel. Fertigkeit bedeutet, wie gut du in Sachen zum Beispiel mit Schlossknacken bist oder Durchsuchen von irgendwelchen Sachen. Da, ihr werdet schon beim Gameplay gleich sehen, was ich meine, wegen den ganzen Skillchecks in Anführungsstrichen. Und Heimlichkeit, wie gut man sich halt tarnen kann und wie leise man dann halt ist. Also das ist bei ihr auch sehr hoch, beziehungsweise bei Julie sogar noch ein bisschen höher. Also Julie und Conny sind eigentlich mit die, war schon sehr gute Charaktere. Jetzt kommen wir aber noch zu den Perks. Und das sind diese drei hier. Ja, man kann auch drei Perks mitnehmen, wie bei DBD. Und man kann diese auch nochmal alle leveln. So, jetzt sehen wir hier zum Beispiel bei Intuition habe ich Level 2, weil ich den Perk benutze. Das heißt, wenn du den dabei hast, als Conny beispielsweise, dann kannst du diesen Perk automatisch leveln. Und man sieht dann hier auch, was mit Level 1, 2 und 3 sich so verändert. Es sind meistens die Sekunden, ne? Auch ähnlich wie bei Dead by Daylight. Und wenn man hier auf X drückt, sieht man, dass es hier noch ein paar Perks mehr gibt. Das sind alle. Das hier zum Beispiel, wo hier Fertigkeit steht und hier Heimlichkeit, sind nochmal die Perks aufgeteilt. Aber hier die ersten zwei Seiten sind eigentlich alle Perks, die man haben kann. Es sind jetzt nicht wenige für den Start, auf jeden Fall. Es sind jetzt aber auch nicht massig viele, aber es reicht für den Anfang auf jeden Fall. Also es ist schon eine ganze Menge. Und die Perks, wie ihr die bekommt, zeige ich euch auch gleich. Nebenbei kann man natürlich auch noch seinen Hauptperk, seine Hauptfähigkeit leveln, indem man einfach den Charakter auch spielt. Und hier ist es so, dass man einen eigenen Skilltree hat. Man fängt halt ganz unten an und kann sich dann mit Level 1, wenn man den gelevelt hat, entscheiden zwischen einem von drei Wegen. Und ja, ich habe mich halt für den Perk jetzt hier entschieden. Und dann kann man halt hier nochmal gucken, wenn man hier jetzt weiter ist, okay, nehme ich dann den Perk oder den Perk. Ich will auf jeden Fall den letzten hier haben. Das Aktivieren deiner Fähigkeit kostet keine Ausdauer, finde ich sehr, sehr wichtig. Weil das passiert nämlich, wenn man halt Schloss knackt bei mit Conny, dass dann die Hälfte der Ausdauer weg ist und dass man so lange auch erstmal nicht regeneriert. Und ja, hier kann man sich so seinen Weg bahnen, wenn man das levelt. Hier ist es nämlich auch sehr interessant. Du kannst nämlich den Charakter an sich voll pumpen. Du kannst auch Conny richtig stark machen. Du kannst eigentlich, glaube ich, alle Werte komplett hoch machen, müsste eigentlich. Aber dafür brauchst du halt Marken. Und diese Marken bekommt man im Fertigkeitsbaum. Hier drücken wir mal auf die Tab-Taste und dann sehen wir uns den mal an. Man fängt ganz unten an, hat dann als erstes so eine Abzweigung. Da muss man sich entscheiden, nehme ich den Weg hier, nehme ich den Weg oder den hier. Die Skilltrees sind, by the way, bei jedem Charakter unterschiedlich. Das ist sehr, sehr gut. Und dann muss man sich halt so seinen Weg bahnen. Und hier zum Beispiel diese Münzen, diese zusätzlichen Eigenschaftspunkte oder auch hier oben, das sind halt die Punkte, die man dann braucht, um die Eigenschaften nochmal hochzuskillen. Ja, und so bahnt man sich die ganze Zeit seinen Weg. Man kann auch, hier zum Beispiel bei dem Fragezeichen kriegt man einen zufälligen Vorteil, den man nicht weiß, wo man nicht weiß, was es ist. Den werde ich auf jeden Fall dann auch noch holen. Und ja, bei der nächsten Abzweigung hier wird sich dann entscheiden, nämlich den Weg oder den Weg. Aber die gehen sowieso beide in einen. Das heißt, hier ist es sogar egal, welchen Weg man, glaube ich, geht, oder? Interessant. Naja, auf jeden Fall ist das der Skilltree und ich finde, der ist ziemlich cool gemacht, weil es ist jetzt nicht wie das Blutnetz, aber es hat was Ähnliches an sich. Und interessanterweise auch, wenn man levelt, also sich selbst levelt, sein Profil levelt, dann kriegt man halt immer 5 von diesen Skillpunkten und die kannst du ausgeben, wo du willst. Das heißt, du kannst Conny leveln, du kannst aber auch einen Killer damit leveln, egal ob du Killer spielst oder Survivor. Das ist vollkommen egal. Du kannst die Punkte ausgeben, wo du möchtest. Und je mehr man jetzt hier levelt und Punkte investiert, desto mehr levelt man auch Conny. Zum Beispiel steht da unten in der Ecke 24 von 29. Das heißt, wenn ich jetzt auf 29 Punkte gehe mit Conny, dann bin ich Level 7. So funktioniert das Level-System in dem Spiel. Und was bringt mir das Level mit dem Charakter an sich?
Das bringt mir halt, dass ich meines Wissens nach mehr von diesen Punkten hier haben kann. Und dass man auch, glaube ich, mehr Konzentration levelt zum Beispiel. So, da gibt es natürlich noch Skins. Aber ja, es gibt keine kaufbaren Skins oder keinen Shop. Man muss halt einfach nur den Charakter spielen und dann kann man sich die Skins halt holen. Und so viel schon mal zu den Charakteren und deren Eigenschaften. Dasselbe hier, ne, bei den Killern natürlich auch. Ach ja, der Killer, ganz wichtig, der hat neben den drei Perks, die levelt man übrigens für jeden eigenständig. Heißt, wenn ich jetzt hier mit Conny den Perk hier auf Level 2 habe, also Intuition, dann habe ich den mit Lelon trotzdem auf Level 1. Also man muss die schon immer einzeln leveln. Halt auch fast wie bei Daylight. Und hier ist es auch noch interessant, neben den ganzen, ne, normalen Skilltrees, was wir ja kennen, gibt es auch noch einen Opa-Perk, einen Großvater-Perk. Und der bestimmt dann, wenn man den Großvater füttert, das erkläre ich euch auch gleich, was für Perks man mitnimmt und was er dann kriegt. Zum Beispiel hier, Minispiele zum Türenöffnen sind für Opfer 40% schwieriger. Wenn ich das jetzt ausrüste und den Boba spiele und diesen Perk erreiche mit dem Großvater, dann ist es für die Survivor schwieriger, Schlösser zu knacken. Und hier sind einfach nur Finisher. Das sind einfach nur ganz normale Finisher, die man sich bei einem Kill halt aussuchen kann. Der Finisher kommt übrigens immer, also das Mori quasi. Ja, und das ist auch eigentlich schon erstmal hier alles. Ach ja, genau, Boba hat übrigens als einziger zwei Skins. Die anderen haben gar keine Skins. So viel dazu. Ja, bei Fortschritt kannst du jetzt sehen, wie weit du halt bist. Wie lange du brauchst bis zum nächsten Level up. Ja, und wie lange du brauchst bis zum nächsten Level up für dich. Nicht nur für die Killer, Statistiken und Extras sind so Filme hinter den Kulissen. Welche Fotos schaltet man frei, wenn man spielt? Oder hier steht es ja auch schon, wenn man Spielerlevel erreicht. Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Tutorials gibt es auch nochmal für alle. Also für alles gibt es Tutorials. Habe ich mir natürlich auch noch ein bisschen was so angeguckt, damit ich euch das kompakter erklären kann. Und das war es eigentlich schon. Einstellungen, Crossplay gibt es. Grafik kannst du auf Leistung stellen. Das Spiel gibt es auch für PS4 und Xbox One noch. Und wie gesagt, für den Game Pass ist es kostenlos. Also am Anfang ist es so, dass ihr halt kopfüber in einem Keller hängt. Ja, das Gameplay hier ist normal aufgenommen und das geht auch nicht lange, aber das dauert auch nicht lange, das zu erklären. Ihr habt zwei Inventarplätze zum Beispiel und ihr habt ein Herz, was pokert. Wenn es rot ist, ihr verliert sowieso immer stetig ein ganz, ganz kleines bisschen immer Gesundheit. Das kann man leider nicht wegmachen. Und wenn es halt zum Beispiel dann das Rote weggeht und orange wird, verliert ihr mehr Gesundheit. Und wenn es irgendwann lila ist, dann verliert ihr sehr schnell Gesundheit. Nur so für das Herz. Unten seht ihr halt die Perks und dann halt auch eure Fähigkeit. Und ja, die Ausdauer darüber über das Leben. Und ihr habt zwei Inventarplätze und es gibt drei unterschiedliche Items. Ich glaube, es sind drei. Oder vier sogar. Es gibt einmal die Heilung in klein oder groß. Je nachdem, welche ihr halt habt, füllt sie mehr Gesundheit auf. Es gibt die Knochenreste, womit ihr halt dieses Gebamse wegmachen könnt. Also so eine Knochengebamse, ihr kriegt dafür auch Erfahrungspunkte. Und ihr könnt damit Opa niederstrecken, was auch sehr wichtig ist, weil der Opa, der gibt halt eine kurze Zeit immer ja, so ein Abstand halt immer so ein Impuls, dass ihr stehen bleiben müsst. Und falls ihr nicht stehen bleibt, dann sehen alle Killer euch auf der Map. Und das passiert halt, wenn sie die noch füttern und wenn er geweckt ist. Weil am Anfang von der Runde ist er nicht geweckt. Er wird nur geweckt, wenn entweder die Leute, also die Killer, ihn mit Blut füttern oder wenn ihr zu laut seid. Das heißt, am Anfang könnt ihr euch natürlich sehr viel freiwiggeln, sehr schnell auch. Und dadurch macht ihn sehr viel Krach und dadurch wird dann auch der Opa auf jeden Fall schneller geweckt. Womit er auf jeden Fall geweckt wird, ist, wenn ihr aus dem Keller entkommen wollt, weil die Tür, die ihr aufmacht, macht immer Lärm. Das sind diese blauen Türen, die machen immer Lärm und die anderen halt nicht. Die könnt ihr teilweise auch sogar abschließen als Survivor. Das geht auch. So, dann gibt es noch Dietriche, womit ihr halt, ne, Schlösser und Türen öffnen könnt. Ach ja, mit den Knochenresten könnt ihr euch auch, by the way, mit einem Überraschungsangriff an die Killer ranschleichen. Abgesehen von Bubba, da geht das, glaube ich, auch nicht. Aber bei den anderen beiden Killern, da geht das. Und die könnt ihr dann für ein paar Sekunden dann auch stunnen mit so einem Knochending. Ihr könnt aber auch einen Killer frontal angreifen, das geht auch. Und falls ihr schnell genug auf die X-Taste hämmert, in meinem Fall die X-Taste, könnt ihr auch quasi entkommen und den Killer auch ein bisschen stunnen. Andererseits, falls ihr es nicht macht, werdet ihr sterben. Also wenn ihr es nicht schaffen solltet. Das heißt, es gibt immer so ein kleines Risiko. Macht man es oder macht man es nicht?
nur mal so nebenbei erzählt. Das ist jetzt aber nichts, was irgendwie gameplay-technisch noch nicht relevant ist. Ich glaube, dafür gibt es bestimmte Perks. Aber am Anfang ist es auf jeden Fall noch nicht wichtig, frontal gegen den Killer zu rennen. Und ihr könnt halt so Luken öffnen und alles. Und alles, was ihr gerade seht, ist halt mit so einer Art Geräuschmeter, mit diesen weißen Ding an der Seite da zu sehen. Das heißt, wenn ich Sachen durchsuche, wie zum Beispiel für einen Dietrich oder Knochenreste, dann muss man das leise machen. Man kann es aber auch schnell machen und dadurch so einen roten Impuls aussenden, wo dann auch wieder die Killer wissen, oh, da passiert was. Da muss also ein Survivor sein. Alles, was mit Geräusche zu tun hat, ist sowieso relativ wichtig in dem Spiel. Dann ist es so, falls man im Ausbluten ist, dann liegt man quasi wie bei DBD erstmal auf dem Boden. Und man erholt sich erstmal automatisch. Aber das kann man nur einmal machen. Und danach hat man wieder die Hälfte an Leben. Und dann geht es wieder weiter. Also wenn ihr zweimal liegt, dann seid ihr dann auch instant tot zum Beispiel. Das gibt es auch. Ist jetzt hier nicht passiert, aber ne, man muss es ja mal erklärt haben. Und falls ihr so einen ja, gelbe Umrandung habt, das werdet ihr auch noch sehen, dann ist der Killer in eurer Nähe. Und je krasser das pokert und je mehr das in die Mitte geht, desto mehr wisst ihr, okay, der ist eigentlich direkt neben euch, beziehungsweise sieht er euch sogar. Verstecken könnt ihr euch, by the way, auch. Das geht in Kofferräumen, das geht in Tiefkühltruhen, in Schränken. Und das ist auch nochmal sehr spannend, dass ihr, wenn ihr da dann rausstürmen solltet, weil ihr könnt leise raus und rausstürmen, falls der Killer in eure Richtung kommt und ihr stürmt dann raus, dann stunt ihn auch. Ähnlich wie mit diesem einen Perk aus Dead by Daylight. Und ja, ich werde hier sehr auch Dead by Daylight als Referenz nehmen. Nicht, weil es so ist wie DBD, aber weil halt viele das als, ja, ne, weil viele DBD-Spieler das wahrscheinlich spielen werden. Deswegen sage ich das nochmal so. Ich habe, glaube ich, auch schon erzählt, dass man mit den Knochenresten auch Opa stunnen kann. Also den Großvater, der so einen Impuls gibt, womit die Killer den ja mit Blut füttern. Ich glaube, das habe ich auch schon erklärt, dass man den mit diesen Knochenresten auch mal kurz ausschalten kann. Das ist vor allem wichtig, wenn er Level 5 erreicht mit dem Blut, weil dann seid ihr, egal ob ihr euch bewegt oder nicht, immer sichtbar für Großvater oder halt für die Killer vor allem. Und da ist es halt dann auch wichtig, dass ihr Knochenreste habt und den erstmal stunt, damit die nicht mehr wissen, wo ihr seid. Und ihr werdet vielleicht noch sehen anhand vom Gameplay, vielleicht bin ich da auch jetzt schon vorbei, ich weiß es nicht, dass es Brunnen gibt oberhalb. Mit dem Brunnen könnt ihr euch wieder reinstürzen in den Keller und quasi eine Fluchtmöglichkeit vor den Killern sichern, weil die können nicht in die Brunnen steigen. Allgemein gibt es ein paar Killer, die halt auch durch diese engen Durchschlüsse kommen. Ich glaube, alle bis auf Bubba und der Koch können durch diese engen Schleusen, wo ihr auch als Survivor durch könnt. Aber die anderen, ihr könnt, Bubba kann zum Beispiel auch nicht über diese Hürde, wo ich da rüber geklettert bin, um vor denen zu flüchten. Die kann er aber halt zersägen. Also Bubba ist, was das angeht, schon gut im Keller auf jeden Fall. Weil der kann alles, was das angeht, irgendwie kaputt machen und damit halt auch Wege für die ganzen Killer nutzen. Und dann natürlich noch die vier unterschiedlichen Fluchtwege. Es gibt einmal den Ausgang, den man hat, wenn man eine Sicherung holt. Dafür müsst ihr einen Sicherungskasten erstmal finden und dann eine Sicherung. Diese Sicherung im Sicherungskasten reinmachen. Es gibt immer Random Spawns. Das ist, by the way, bei den Dietrichen und bei den Heilungen ist das auch immer random alles, nur mal so nebenbei. Und dann öffnet sich irgendwo eine Tür. Das ist meistens im Keller, wo ihr dann schnell hinrennen müsst, weil es hat ein Zeitlimit, was ihr nicht sehen könnt, bis sich die Tür wieder schließt. Aber ihr könnt immer wieder die Sicherung anmachen und dann immer wieder die Tür öffnen, quasi. Dann gibt es noch den normalen Straßenausgang, wie auf jeder Map. Dafür müsst ihr halt einen Generator kaputt machen, damit der Strom nicht mehr fließt und könnt dann einfach raus. Dann gibt es noch die hintere Tür mit einer Autobatterie, wo ihr halt auch, ja, ihr müsst halt auch quasi wie beim Generator Viereck gedrückt halten, sage ich jetzt einfach mal, damit der Gartenzaun nicht mehr mit Strom versorgt ist, beziehungsweise der Weg auch an sich nicht mit Strom versorgt ist. Und dann müsst ihr halt noch die Tür eventuell knacken, denn Killer können halt auch Schlösser anbringen. Drei hat man immer zur Auswahl, also drei Schlösser hat man immer. Und das heißt, da bräuchte man dann eventuell manchmal sogar zwei Dietriche, wenn sie das zugemacht haben. Und dann gibt es noch als guter Letzt den Ventilausgang, wo ihr mit einem Ventilrad finden müsst. Das ist auch übrigens ein Item, was ihr im Inventar haben könnt, genau wie die Sicherung, wo ihr dann das Ventil an so eine Pumpe ranmachen müsst, drehen müsst und dann warten müsst, bis der Wind, bis das, bis die Pumpe voll läuft. Und wenn die nicht volllaufen sollte, dann kann es sein, dass der Killer das auch stoppen kann, indem er das Rad zurückdreht. Also wenn es dampft, das Ventil, dann ist es kurz davor, dass das Tor sich in der Nähe öffnet und dann könnt ihr auch raus. Ähnlich wie bei der Sicherung ist es auch hier ein Zeitlimit. Heißt, ihr könnt also auch eventuell
was das angeht, das nochmal versuchen. Das war es eigentlich mit den Survivern. Jetzt kommen wir noch schnell zu den Killern, bevor, also bei den Killern muss ich gar nicht so viel erklären, Tatsache. Ich habe ja sehr viel schon erklärt mit den Schlössern, dass sie anbringen können. Die müssen auf jeden Fall das Haus absichern, die können die Autobatterie anschalten, die können auch den Generator wieder anschalten. Fallen legen kann ja nur der eine, also die speziellen Charaktere habe ich ja auch schon erklärt. Und Boba spawnt, by the way, immer, das ist ganz witzig, immer im Keller. Er ist also immer der Kellerläufer. Falls ihr also den ersten Killer immer seht, der Boba ist, ist das kein Wunder. Boba ist, spawnt immer im Keller. Das sieht man ja auch, wenn man einen Killer spielt, anhand der Animation, dass er immer denjenigen auffängt, der gerade nicht gespielt wird. Auch sehr witzig. Und an sich müsst ihr als Killer Blut sammeln, habe ich auch schon erklärt, um Großvater zu füttern, damit er halt im Level steigt, damit er euch halt so nah wählen aus, damit er halt euch zeigen kann, wo die Survivor eventuell sind, die sich dann entweder bewegen oder dann später mit Level 5 seht ihr sie ja sowieso immer. Und ja, ihr könnt sonst eigentlich nicht wirklich viel machen. Als Wupper könnt ihr halt noch Sachen wie Türen kaputt machen. Ihr könnt halt die Ausgänge kaputt machen, diese kleinen Schächte halt. Und die anderen drei Survivor, bis auf den Koch, können halt durch diese engen Schlitze auch durch. Und ja, das ist es eigentlich schon. Es gibt natürlich auch noch, das habe ich ganz vergessen zu erzählen, es gibt auch noch Hühner auf der Map, die euch auch eure Position verraten. Die könnt ihr auch mit einem Knochending, könnt ihr das als Survivor, könnt ihr das. Ne, könnt ihr das Huhn töten, anders geht's nicht. Als Killer könnt ihr zum Beispiel nicht töten, das Huhn, weil als Killer wird euch auch das Huhn verraten, aber ihr könnt halt nichts gegen das Huhn machen als Killer. Ihr seid komplett nutzlos, was das angeht. Und ja, das ist eigentlich das gesamte Spiel. Es ist schon relativ viel, sag ich mal. Also, es war jetzt auch nicht so leicht, das Spiel zu erklären. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bitte seid mir nicht sauer, falls ich was vergessen haben sollte. Ich hoffe einfach mal, dass ich nichts vergessen habe. Falls ja, könnt ihr mich in den Kommentaren natürlich auch nochmal berichtigen. Und falls mir selber noch was einfällt, schreibe ich das wie immer auch selber gerne in die Kommentare. Das mache ich immer so, falls ich irgendwas vergessen haben sollte. Und ansonsten war es das. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video, zum nächsten komplett erklärt. Haut rein und tschüss.